Aber uns drängt ja auch andererseits nichts. Wir sind ja eigentlich, ist ja so ein Let's Play von Minecraft, da geht es ja nicht um Stress und Taktik, sondern da geht es ja einfach nur darum, ein bisschen mal abzuschalten vom Alltag. Einfach mal zum Entspannen, würde ich denken. So, wo habe ich jetzt die Erde reingeklatscht? Hatte ich jetzt hier auch nochmal Erde reingeklatscht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten alles mit runtergenommen. Genau. Ein bisschen Erde brauchen wir ja noch. Obwohl, warte mal, wir brauchen mal gar keine holen. Wir nehmen doch hier bestimmt gleich wieder noch ein Stück weit Erde mit weg. Ach, ich mag das. Das meine ich mit Minecraft. Es ist einfach mal zum Entspannen da. Nicht nur, wenn man es, glaube ich, schaut, sondern auch, wenn man zockt oder so. Ich merke manchmal, wie ich gerade bei Minecraft auch, innerlich zumindest, versuche mich unter Druck zu setzen. Jetzt musst du abliefern, jetzt musst du machen. Jetzt musst du das ordentlich machen, weil, ja, wartet natürlich auch ein bisschen Qualität. Denke ich zumindest, würde ich zumindest auch tun. Wäre normal. Sonst würdet ihr hier nicht zuschauen. Und man versucht natürlich, diesen Erwartungsdruck auch gerecht zu werden. Wobei ich mir diesen Druck persönlich nicht wirklich auferlegen lassen will, weil ich das aus meiner Sicht versuche, immer mehr für mich selber zu machen, als für andere. Denn ich zocke ja schließlich vor dem Rechner. Ich sitze vor diesem Rechner und zocke. Und lasst euch aber natürlich gerne dran teilhaben. Aber manchmal merkt man dann halt, dass man, gerade weil man merkt, okay, da sind ein paar Zuschauer, die gucken sich das täglich hier an. Die wollen auch was sehen dafür. Also für die Zeit, die sie natürlich dann hier investieren. Und das setzt einen doch manchmal dann so ein klein bisschen unter Druck. Und das ist aber, glaube ich, verkehrt. Weil das ist nicht Minecraft. Es gehört sicherlich dazu, dass man, glaube ich, ja, immer mal wieder was schafft. Auch, dass man was Schönes mit hinbaut. Das gehört ganz normal dazu. Aber das muss sich entwickeln. Man kann das, glaube ich, nicht erzwingen oder so. Das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern man braucht auch gewisse Zeit, um sich Gedanken über die Sachen zu machen, was man dort halt bauen will. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das darf man, glaube ich, beim Minecraft nie außer Augen lassen oder außer Acht lassen. Und das ist aber der Punkt, wo ich mich dann oftmals selber im Nachhinein ermahne. Sag mal, wieso hast du dich denn schon wieder so unter Druck gesetzt? Wieso machst du denn schon wieder so stressig? Weil ich nicht oft das Gefühl habe, dass es dann auch so rüberkommt, aber ich höre es mir an der Stimme zumindest an. Dass ich da versucht habe, mir Stress zu machen, dass ich schnell abliefer, schnell mache und, naja, euch halt Qualität liefere. Aber ich glaube, dass, ja, Qualität liefern sicherlich gehört dazu. Aber es geht ja nicht darum im Endeffekt. Es geht ja darum, was Schönes zu machen, was zu schaffen. So, wieso liegt das Holz hier rum? Wieso kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Jetzt vielleicht? Ja, okay, jetzt geht's. Gut, dann nehmen wir es jetzt mit. So, dann hier nochmal. Und das Stückchen nehmen wir auch nochmal mit. Guck mal, da liegt es schon wieder rum. Liegt das vielleicht eigentlich noch hier auf den Blättern rum und es wird nur dort unten angezeigt? Ich weiß es nicht. Gut, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal weg. Na gut. So, dann lassen wir hier durch den Baum durchkloppen. So. Ja, und dann ist natürlich auch noch ein Problem, dass man sich, was aber auch ganz normal ist natürlich, man muss sich natürlich auch vergleichen lassen. Weil es gibt ja natürlich auch, jetzt nicht nur mich, der hier Minecraft zockt. So ist es ja nicht, dass ihr nur meine Videos gucken könntet, sondern ihr könnt ja auch natürlich auch verschiedene andere Videos gucken. Ihr macht natürlich auch euren Vergleich zwischen den YouTubern, ganz normal, glaube ich. Welcher euch am besten gefällt. Also man hat da bestimmt einfach seine Lieblings-YouTuber, dem man halt am liebsten zuschaut und der es auch für einen persönlich am besten rüberbringt. Aber Gott sei Dank sind da auch Geschmäcker verschieden, das kenne ich auch beruflich. Es ist ja eigentlich auch ganz gut, dass es so eine große Vielfalt gibt. Also ist definitiv für jeden, denke ich zumindest mal, für jeden was mit dabei. Und dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren.
So, und ich weiß schon wieder nicht, was ich hier quatsche, deswegen habe ich gerade gesagt, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren, wenn man sich verschiedene YouTuber aussucht. Ja, keine Ahnung, sowas fällt mir öfters mal auf, dass ich so einen Nonsens dann dahin quatsche. Aber es gehört, glaube ich, auch dazu. Das ist dann wieder dieser Moment, wo man sich mal kurz wieder unter Druck gesetzt hat. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch relativ normal, aber eigentlich muss man es halt nicht machen. Wozu? Es setzt, was bringt einem dieser Druck, wenn man sich irgendwelchem Druck unterzieht oder so? Was bringt es einem, außer Stress? Es heißt nicht, dass man nichts erreichen soll oder wollen soll. Heißt, es ist das richtige Deutsch, dass man nichts erreichen wollen soll. Das hört sich sehr falsch an. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Natürlich will man was erreichen. Natürlich gehört das auch dazu, sich anzustrengen. Aber erfahrungsgemäß, ob Stress dann die richtige Variante ist... Huch, ouch. Ob Stress dann die richtige Variante ist, weiß ich nicht. Ob man sich mit Stress oder mit purem Stress weiterbringt, wenn ihr wisst, wie ich es meine. Das glaube ich nämlich eher weniger. Andererseits habe ich auch was gegen dieses, naja... Ich weiß nicht, ich hoffe bei euch... Ich weiß es nicht, wie man das Thema jetzt ansprechen soll. Es geht um Waldorfschulen. Es gibt ja dieses Waldorfschulen-Prinzip. Ich weiß gar nicht, wie man dieses Thema anspricht. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig aus. Ich weiß nicht wirklich, wie es in so einer Waldorfschule aussieht. Ich habe da keine Ahnung, keinen Vergleich. Aber man hört ja so gewisse Sachen von Waldorfschulen. Dass sich da jeder hinlegen kann, wenn er müde ist oder so. Oder ja, wir lernen unseren Namen tanzen oder keine Ahnung, schlag mich tot. Falls Waldorfschüler bei euch dabei sind, mich würde es wirklich mal brennend interessieren. Also wirklich, ernsthaft, ohne das jetzt zu bewerten, ohne das negativ zu meinen oder so. Mich würde das interessieren, wenn ihr jetzt mit der Schule fertig seid. Kommt ihr mit dem Leben zurecht? Also ohne das jetzt wirklich bewerten zu meinen. Ich meine das nicht böse. Ich will einfach nur mal wissen oder verstehen, ob Waldorfschulen es schaffen, ihre Schüler entsprechend vorzubereiten. Auf das Leben, so wie es Leben halt ist. Denn das Leben ist ja nun leider nicht so, dass man bei Wünsch dir was sind oder so, sondern weil so ist es. Ja? Und deswegen würde ich mich wirklich mal ganz neutral interessieren, ob diese Schulen gut sind oder nicht, weil ich weiß es nicht, ich kann mir kein Urteil erlauben. Und das habe ich glatt vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Weiß es nicht mehr. Ich war bei Ansprüchen an sich selber und, ach ja, dass man, trotzdem man natürlich Ansprüche haben darf, sich vielleicht nicht unter Druck oder nicht, zumindest nicht unter allzu großen Druck setzen sollte. Darum ging es genau. Und dabei bin ich dann auf das Thema Waldorfschulen gekommen, weil dort ja der Druck bewusst genommen wird von den Schülern. Was zum einen sicherlich was Gutes ist, weil sonst würde ich das jetzt nicht als Vergleich nehmen, aber zum anderen vielleicht auch, weiß nicht, ob das dann wirklich langfristig auch gut ist, wenn man sich ständig den Druck wegnimmt. Und ständig sagt, naja, was heute nicht ist, das wird morgen. Ah, weißt schon, welche Mentalität ich so meine. Ja, also ein bisschen Druck muss halt auch schon immer sein. Man will ja was erreichen, man muss ja seine Ziele haben. Aber halt nicht nur. Man muss auch lernen, beides zu können, glaube ich. Ich glaube, beides zu können ist immer das Wichtigste. Oder möglichst vieles zu können. Sagen wir mal so, möglichst vieles zu können. Das ist das Wichtigste. Dass man nicht stehen bleibt, sondern versucht, sich vielfältig zu entwickeln und nicht nur in die eine Richtung, sondern ja, in halt möglichst vielen Richtungen einfach. So, hier können wir das auch schon mal mit rauskloppen. Gut, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, und guck mal, wir haben, glaube ich, schon einiges geschafft jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier so viel gequatscht habe. Ich weiß gar nicht, was ich alles gequatscht habe. Aber wir sind ganz schön vorangekommen. Haben viel des Berges abtragen können. Haben eigentlich jetzt nur noch zwei Schichten vor uns. Und dann ist der eigentlich schon weg. Guck mal, das ist nicht mehr so viel. Theoretisch hier einmal durchkloppen. Bis drüben rüber. Genau. Hier könnte man natürlich auch noch überlegen, ein bisschen geht hier auch noch wegzunehmen. Ja, dazu müssten wir dann die Bäume auch noch wegnehmen. Aber eigentlich würde es ja bis hierhin schon mal für den Moment zumindest reichen. Das würde passen. Ja, und wenn wir das dann hätten, könnten wir hier auf jeden Fall dann ein schickes zweites Feld mit anlegen. Genauso wie eine kleine Tierfarm hier anzulegen. Das wäre natürlich auch noch möglich. So, guck mal, da stecken noch ein paar Seeds in der Erde. Die
steckt man nochmal mit ein. So, ich glaube, Manuel, der hat sich eingepflanzt oder ist immer noch eingepflanzt. Ich blick mal ein, den hat man schon mal rausgehauen. So, dich nehmen wir auch mit. Gut. So, dann wird es schon wieder dunkel. Mensch. Aber wir haben viel geschafft, wie gesagt. Fehlt gar nicht mehr so viel, dass wir das hier nochmal anpassen und angleichen. So, und diese Tausendfüßler würde ich ja gerne auch hier weghaben von diesem Grundstück. Ach Mensch. Aber die können wir töten, wie wir wollen. Die kommen immer mal wieder. Das ist halt denen ihre Spawn-Gegend hier. Ach ja. Wie cool das mit diesem Sonnenuntergang aussieht. Ich freue mich. Und mit dem Garten hier. Mit dem Blumengarten. Freue ich mich immer noch, dass uns das so schön gelungen ist. Finde ich eine tolle Sache. Ach ja, und hier bin ich am Überlegen, ob das nicht zu fett ist. Dass wir hier vielleicht nochmal eine Stufe zurückgehen. Zumindest hier vielleicht. Und da auch nochmal. Da könnte man es hier auch nochmal zurücknehmen. Also ich glaube, so ein bisschen zarter gefällt mir das besser. Ja, ich glaube, das finde ich so schöner. Gut. Na dann, lass mal in die Haie hauen. Und das Zeug hier müssen wir, glaube ich, auch nochmal wegkloppen. Komm, das machen wir jetzt auch mal. Das finde ich etwas störend, dass man hier ständig hängen bleibt und nach oben gezogen wird und was auch immer. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich hatte generell auch mehr Gedanken wegen dem Haus gemacht. Guck mal, hier nochmal massiv umbauen werden, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weil irgendwie passt das Haus optisch jetzt nicht wirklich zu diesem Garten hier. Zu diesem Blumengarten. Wobei, ich weiß es noch nicht. Ich würde gern optisch halt hier noch was verändern wollen. Irgendwas muss ich da nochmal machen. Aber da muss ich mir auch noch vor allem Gedanken dazu machen. Weil wenn wir es außen optisch verändern, müssen wir halt berücksichtigen, dass sich das drin dann auch gleich verändert. Und ob das dann so cool ist, ich weiß es nicht. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn wir mehrere Schichten hätten. Das heißt, eine Außenschicht und eine Innenschicht. Das wäre eigentlich das Optimalste. Problematisch wird es natürlich mit den Fenstern dann, dass man das dann nicht so hundertprozentig hinkriegt. Wobei, was mich mal interessieren würde... Ja, da müssen wir erstmal welche machen. Warte mal, wir hauen uns erstmal die Haie. Huch. Okay, wir liegen ja manchmal direkt an der Wand dran. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. So, was ich mal probieren wollte... Ob das möglich wäre. Ich weiß gar nicht. Haben wir es? Doch, wir haben die Teile einstecken. Reichen da drei? Nee. Warte mal. Dann lass die nochmal einpacken. Wir haben doch hier... Warte mal. Lass mal gucken. Bei Zimmermann. Haben wir da nicht auch die flachen Teile gehabt? Zusammenklappbarer Block des Zimmermanns. Was ist das denn? Okay. So ein Teil ergibt 9 von denen. Was auch immer das hier bedeutet. Knopf des Zimmermanns will ich nicht. Tageslichtsensor des Zimmermanns. Also, Alter, was macht das denn? Lapis Lazuli und Redstone. Okay. Kann man dann eventuell die Fackeln manuell einschalten? Also besser gesagt per Tageslichtsensor regeln? Ist das die Idee, die dahinter steckt? Was ist das denn? Fliese des Zimmermanns? Gebrannter Ton? Alter, wir müssen noch so viel testen hier und so viel probieren. Fackel des Zimmermanns. Okay, das heißt, wir können die Fackeln dann wahrscheinlich optisch auch noch ein bisschen anpassen. So, ist die Luke, die wollen wir nicht. Leiter können wir auch bauen, okay. Hebel wollen wir nicht, Druckplatte wollen wir nicht. Was ist das? Tresor des Zimmers. Alter. Was hier nicht alles möglich ist. Warte mal, dazu brauchen wir einen Eisenblock und Redstone. Das müssten wir doch alles dabei haben. Eisenblock können wir, glaube ich... War das so? Ja, guck mal, das war so. Können wir so craften. Und wir brauchen genau einen Redstone. Haben wir den zufällig hier reingehauen? Nee, haben wir nicht. Okay, lass mal hier drüben gucken. Vielleicht ist er ja hier drin. Also ich weiß, dass wir definitiv Redstone in der Höhle gesammelt hatten. Und ich sehe ihn hier nicht. Ich sehe ja keinen Redstone. Haben wir den oben reingebunkert? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Nö, haben wir nicht. Ah, warte mal, den haben wir bestimmt in der Tasche drin, oder? Genau, hier haben wir den Redstone. Okay, so, warte mal, dann können wir das ja herstellen.
wie auch immer das jetzt ging, ich habe es schon mal vergessen, den Tresor. Brauchen wir 7 von denen, die haben wir gerade nicht. Das heißt, wir müssen erstmal solche herausstellen. Das ging mit, ich glaube, wir müssen erstmal Platz schaffen. Lass raus, das raus, das raus. Können wir das hier noch mit reinkriegen? Ist da noch Platz? Ja, guck mal, ein bisschen. Wunderbar. Salt können wir ja auch nochmal mit reinlegen. Sehr schön. So, das passt auch sogar mit rein. Und das können wir hier auch nochmal lassen. Gut. So, das müsste erstmal passen. Jetzt können wir natürlich... Wir hatten doch hier extra Holz gesammelt. Genau. Wobei, lass das hier erstmal umwandeln. Das müsste ja vielleicht sogar schon reichen. So, das tun wir mal in Stickies verwandeln. Da haben wir nämlich ein paar. Und dann können wir... Hatten wir davon nicht auch noch welche? Schwarzeichenholz. Ist das dasselbe? Ja, das ist das Unverarbeitete. Da haben wir sogar noch so viel davon. Aber hatten wir nicht von diesem Schwarzeichenholz nicht auch schon Planken hergestellt? Guck mal, da haben wir noch mehr. Haben wir in allen verschiedenen Kisten hier drin liegen. So, jetzt haben wir noch ein paar Planken. Und daraus müssten wir ja auch diese Zimmermannssachen herstellen können. So, lass mal testen. So, das wären 8 Stück. Haben wir noch mal ein paar Stickies? Ja. Wunderbar, da hatten wir schon mal 15 Stück. Das geht eigentlich fast schon perfekt auf. Das können wir noch mal mitnehmen. Wunderbar. Und jetzt können wir eigentlich das auch aufbrauchen, indem wir... Obwohl, dann haben wir hier eine ungerade Zahl, aber es ist, glaube ich, egal. Komm, wir machen das mal so. Dann lasst das dort liegen und das nehmen wir mit. Wunderbar, dann ist das der eine Stack zumindest auch schon mal weg. So, was wollte ich jetzt? Ah ja, diesen Tresor bauen. Dazu haben wir... Mensch, lass uns mal zurückgehen. So, den hatten wir gebraucht. Ach Mist, ich habe den Redstone nicht rausgeholt. Gut, einmal Redstone bräuchten wir und dann so. Das war so, glaube ich. Und dann hier einmal die Runde rum. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Tresor hier kann. Wir hauen den erst... Das war nicht. So, wir hauen den erstmal hier auf den Boden. Aha. Okay. Wie auch immer wir den jetzt verschließen können sollen. Standardsortierung. Sortieren in Spalten. In Zeilen sortieren. Inventareinstellung. Mal angenommen, ich hau jetzt hier irgendwas rein. Zum Beispiel sowas. Kann ich den verschließen? Okay, nicht wirklich. Gibt es noch einen extra Tresorschlüssel, kann das sein? Was haben wir denn hier? Blumentopf des Zimmermanns. Müssten wir eigentlich auch mal herstellen. Warte mal, das machen wir mal eben. Komm mal ran hier. Ein Blumentopf war so. Halt, das war zu viel. Nochmal weg und du kommst dorthin. So. Wie können wir Blumentöpfe jetzt verwenden? Müssen wir... Lass mal testen. Müssen wir das so machen? Okay, geht schon mal nicht. Müssen wir die vielleicht erst hinstellen? Ich habe das noch nie probiert. Müssen wir die vielleicht erst hinstellen und dann die Pflanze drüber? Okay, das geht auch nicht. Auch mit Linksklick kriege ich sie nicht rein. Es kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt die falsche Pflanze dafür habe. Das kann man noch probieren. Die wird wahrscheinlich erst recht nicht gehen, der Flieder. Wobei, Flieder ist Minecraft. Weiß ich nicht. Lass mal probieren, lass mal testen. Nö, geht auch nicht. Okay, vielleicht müssen wir den aber auch zuerst... das weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir es auch erst so machen. Oder so, oder so. Oder so. Oder so. Okay, ich weiß es nicht. Gut, wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich will es nicht ewig... daran probieren. So, okay. Lass mal das erstmal sein. Wir haben einen Blumentopf theoretisch schon mal hergestellt. Wie man verwendet, das wissen wir halt noch nicht. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Gut. Ach ja, und den Tresor, den können wir natürlich auch wieder wegkloppen. Haben wir hier noch ein Fältchen Platz? Ja, guck mal, da stellen wir den dort rein. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Hatten wir jetzt soweit alles erledigt, was wir erledigen wollten? Oder wollten wir hier noch weitermachen? Oh, guck mal, der Apfel ist reif. Komm, nehmen wir mit. Der noch nicht, der auch noch nicht. Und hier drüben... Okay, hier wächst, glaube ich, kaum was. Ich sehe hier nur 2 Früchte. Und das war's. Na gut, keine Ahnung.
Ist aber auch nicht ganz so dramatisch. So, guck mal, Leute, wir sind hier fast fertig. Ein bisschen können wir ja noch machen. Wenn wir jetzt hier schon mal in der Nähe sind. Das können wir wegkloppen. Und, guck mal, da hat sich noch ein Seed reingehauen. Den nehmen wir auch wieder weg. Und dann das hier nochmal einmal durchs Gebüsch klopfen. Oh, okay. Das geht nicht. Hm. So, aber das geht natürlich dafür umso besser. Und hier werden wir das nochmal schön mit beiseite räumen. Und ich glaube, wir werden nie wieder ein Erdeproblem haben, wenn wir hier einmal fertig sind. Wenn wir dann doch mal wieder ein Erdeproblem haben sollten. Also ich glaube, dann haben wir schon ziemlich viel geschafft hier und ziemlich viel gebaut. Aber das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ich habe auch schon überlegt, ob es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man so eine Art Zufluss bauen kann vom Wasser aus. Oder von dem Dingens aus. Aber das, weil ich halt überlege, wie man halt das logisch darstellen kann, dass hier halt Wasser drin ist in diesen Nischen. Wie man das irgendwie hinkriegt, dass, ja, sei es, dass es so ein kleiner Kanal ist, den man durchzieht. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber dann ist natürlich trotzdem noch die Frage, wie kommen wir dann hier dann da drüber zum Beispiel? Also es müsste ja dann einmal drunter durchgehen. Und das, ja, das weiß ich noch nicht so richtig. Ich hätte es auf jeden Fall gern, naja, in der Variante, dass es dann schon irgendwo einen logischen Sinn ergibt. Hm. Oh Wunder. Hm. Ja, und dass es halt zum anderen natürlich auch relativ gut aussieht oder normal aussieht. Annehmbar aussieht. Sagen wir es mal so. Annehmbar. Schön. Hm. Bombastisch. Es muss bombastisch aussehen. Anders geht's nicht. Nein. Ja, halt einfach, dass es natürlich auch nach was aussieht. Und nicht so Larifari-mäßig ist. Denn ich will, dass es natürlich euch auch gefällt. Nicht nur mir, sondern euch natürlich auch. So, guck mal, die oberste Schicht haben wir fast weg, dann fehlt nur noch die unterste Schicht und dann sind wir wirklich durch hier. Dann haben wir es soweit geschafft. Mensch, da haben wir wahnsinnig viel geschafft hier, was den Bergabbau angeht. Es ist natürlich jetzt nicht so spannend, das gebe ich zu, aber es sind halt auch Arbeiten, die sind bei Minecraft definitiv notwendig. Ja, und wenn ihr übrigens, ja, mal wieder so am Rande noch ein paar Themenvorschläge habt, über die ich so quatschen kann oder soll, dann natürlich immer mal wieder gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber, dann da ein paar Anregungen zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann jeden Themenvorschlag auch umsetzen werde, aber vielleicht ist ja was dabei, wo ich dann auch was dazu zu erzählen weiß, wo ich denke, ja, darüber könntest du mal. Ja, also ruhig mal alles in die Kommentare schreiben, was euch so durch den Kopf geht. Vielleicht lässt sich da ja was aufgreifen, was verwenden davon, wo man euch natürlich auch zeitgleich nochmal was Schönes tun kann damit. Wo es euch vielleicht auch direkt interessiert, worum es geht. Mhm. So, und es ist schon wieder Sonnenuntergang. Mensch, so schnell wie die Zeit hier vergeht. Aber wir schaffen dafür natürlich auch ja enorm viel. So. Guck mal, nicht mehr viel. Da sind wir hier komplett durch. Da können wir hier wirklich bald das zweite Feldchen anlegen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jetzt hier so in einem Stück durchziehe. Oder so mehr oder weniger in einem Stück. Weil es ja doch ganz schön viel Arbeit auf einmal ist. Aber guck mal, dafür haben wir sie dann weg. Das werden wir dann nicht nochmal machen müssen. Das ist dann fertig. So. Ich finde unser Haus so im Dunkeln. Das hat was. Das sieht... Mir gefällt es irgendwie. Also ich bin noch gespannt, wie wir das schaffen, wenn es hier dann oben dann fertig ist. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass es nicht zu klobig sein wird. Ja, schauen wir mal, ob uns das gelingen wird. Eigentlich müssten wir halt... genau. Eigentlich müssten wir daran auch halt mal weiterarbeiten. Aber im Moment drücke ich mich auch ein bisschen davor. Ihr merkt es vielleicht. Weil ich noch nicht so richtig die Idee habe, wie wir das hier gut lösen können. Ich hätte hier zum Beispiel gern... Hätte ich gern noch eine Tür irgendwo dazwischen. Allerdings, sobald wir jetzt hier eine Tür versuchen reinzuklatschen, ich weiß gar nicht, ob das hier gehen würde. Haben wir eine Tür nicht irgendwo noch drin rumliegen haben? Haben wir nicht noch irgendwo eine Tür drin rumliegen haben? Natürlich. Hm. So, hier hat man eine Tür. Können wir die nicht... Okay, es wäre auch zu hoch eigentlich. Es sind Dreierfelder. Hm. Lass mal was probieren oder lass mal was gucken. Wir haben doch hier diese Zimmermannsmod.
Leiter des Zimmermanns? Nein, das suche ich nicht. Ja, wo ist das? Wo ist das? Garagentür des Zimmermanns. Genau, das wollte ich. Okay, da kriegen wir 8 Stück aus einem so einem Dings. Echt? Das ist ganz schön viel. So viel brauchen wir ja gar nicht. So, und dann hier nochmal. So, lass mal gucken, wie die funktionieren. Ich weiß es nämlich nicht. Hab die noch nicht getestet. Wenn wir die jetzt dort anbringen. Hm, das geht eigentlich. Können wir die nochmal verändern? Können wir die nochmal verändern? Also okay, mit dem Ding geht's schon mal nicht. Geht's mit dem? Ja. Das schaut fast mit am besten aus, wenn wir jetzt darauf ganz normales Holz legen würden. Lass mal testen. Guck mal, das würde gar nicht auffallen, dass wir dort eine Tür haben. Das finde ich ja fast schon wieder genial. Das gefällt mir. Aber ich hätte es schon... Naja, ich hätte es schon gern etwas offensichtlicher, dass da auch eine Tür dahinter steht. Hm. Könnte es natürlich so machen. Mit Kuckloch. Hm. Ja, das gefällt mir nicht wirklich hier. Das sieht halt extrem nach Garage aus. Also eigentlich finde ich das mit am coolsten. Wenn wir das jetzt noch irgendwo so darstellen könnten, dass das auch... Ja, eine Tür ist halt. Hm. Ah, okay. Mit Linksklick und Rechtsklick kann ich dann vor und zurückschalten. Auch sehr interessant, wusste ich auch noch nicht. Hm. So könnte man es machen, aber das gefällt mir mit diesen Kucklöchern da oben nicht. Finde ich jetzt nicht ganz so prall. Also am besten gefällt mir wirklich das hier. Hm. Man könnte natürlich... Ah, es ergibt dann halt auch nicht wirklich die Optik einer Tür. Nee, man kann es aber trotzdem erstmal... Das müsste man wahrscheinlich so oder so machen. Dass wir uns das hier mal ranholen. Und, warte mal. Quarzit nicht. Marble brauchen wir. Haben wir noch irgendwo Marble liegen? Das ist Kreide. Andesit. Ach Mensch, ich wünschte, es gibt hier so ein Suchfeld, wo ich dann einfach eintippen kann, Marble, und dann zeigt er mir das an, ob wir es haben oder nicht. Dieses ständige Abgesuche, das ist ein bisschen störend. Ja, mal Marble Stairs. Ja, aber das ist kein direkter Marble. Haben wir nirgends mehr Marble? Lass mal... Nein, das wollte ich nicht. Warte mal. So, lass mal hier durchgehen. Und dann lass mal gucken, ob wir hier unten noch Marble haben. Also hier schon mal nicht. Okay, guck mal hier. 2 Marble hätten wir noch. Das ist jetzt nicht die Menge. Wir müssen eigentlich dann auch mal wieder auf Marble-Tour gehen, oder? Waren wir auch schon ewig nicht mehr. Wir haben ewig kein Marble mehr rangeholt. So, was ich aber vorhabt, können wir, glaube ich, in der Hand machen. Okay, das geht nicht. Na gut. Dann müsste aber... Das müsste das hier gehen, oder? Genau. Guck mal, dann machen wir das so. Das können wir weglegen. Das legen wir uns unten rein. Wobei, wir brauchen 2 davon. So. Und dann nochmal. Und dann hier oben drauf. Und dann natürlich den Marble nochmal mit drauf. So. Na gut, das wäre... sieht irgendwie scheiße aus. Ich kann mir nicht helfen, aber es gefällt mir nicht. Ich finde es nicht so schön. Ach Mensch, müssen wir nochmal uns ein paar Gedanken machen, wie wir das hier lösen. Aber das ist genau der Grund oder mit einer der Gründe, weshalb ich mich so ein bisschen davor drücke gerade. Weil ich mir einfach noch die Zeit nehmen möchte, mir auch entsprechende Gedanken machen zu dürfen. Denn ohne die wird es, glaube ich, nicht schön. Wenn ich mir keine Gedanken machen darf und dann einfach so drauf losbauen soll, das wird, glaube ich, dann nicht schön werden im Endeffekt. Sondern ich glaube, wir haben schon wieder fast alle Schaufeln aufgebraucht, kann es sein? Ich glaube, Tatsache. Okay, wir brauchen neue Schaufeln. Ging aber irgendwie schnell jetzt. Ist mir nicht so wirklich aufgefallen während des Bauens. So, das hauen wir hier nochmal mit rein. Die Tür können wir dort, glaube ich, wieder mit reinhauen, dass wir auch unser Inventar mal so halbwegs in Schuss halten. So, ich glaube, das kriegen wir hier nicht mehr mit rein. Schade. Dann müssen wir das... wohl oder übel hier reinhauen. Mal hier, wie viel Holz wir jetzt gerade generell so haben. 64 Eichenholz und nochmal 14 obendrauf. Und dann hier 2 Stacks von denen. Sogar etwas mehr davon.
Nicht schlecht, würde ich denken. So, das kriegen wir leider nicht mal mit hier rein. Gut, da hauen wir das einmal mal in den Kompost rein. Und ich glaube, was wir auch dort reinhauen können, ist sowas dort. Oder? Nee, das können wir nicht dort reinhauen. Das ist natürlich schade. Ich dachte, weil es aus Holz ist, dass es doch gehen müsste. Aber gut, ist auch egal. Nicht ganz so tragisch. So, ich wollte, glaube ich, nochmal eine neue Schaufel craften. Warte mal, lass mal dort rangehen. Und, ach nee, guck mal, wir haben hier sogar noch eine. Ja, das liegt dadurch oder daran, dass der ständig das Inventar hier umräumt. Man verliert natürlich darüber auch irgendwo den Überblick über seine Sachen. Wenn man eine gewisse Sortierung gewohnt ist, geht das halt dann darüber nicht mehr. So, lass das mal halbwegs hier die Erde beisammenlegen. Weil er sagt, wir können die schon mal dort unten bunkern, weil die werden wir gleich nochmal weghauen. So, ansonsten das dorthin, das dahin und das kommt dann dorthin. So, und das können wir eigentlich weghauen. Gut. Und hier nehmen wir nochmal die 14 zumindest mit, dass wir sowas auch mit dabei hätten. Gut, wunderbar. Das hauen wir weg. Das brauchen wir nicht mehr. Ich bin auch dagegen, dass wir jetzt hier ständig alles aufheben, sondern wir müssen auch mal uns getrauen, sowas wegzuhauen. Wir können nicht alles immer am Mann behalten. Ach nee, stimmt, ich wollte runtergehen. Besser gesagt, ja, ich will schon runtergehen, aber ich will trotzdem nochmal kurz Werkzeuge craften. Lass mal machen, 1, 2, 1, 2 und hier nochmal zwei Schäufelchen oben drauf. Genau. So, und jetzt können wir nochmal runtergehen, die Erde wegklatschen. Dann hätten wir das zumindest auch schon mal soweit erledigt. Es sieht irgendwie doof aus, wenn man dort so auf die Wand zuläuft, habe ich das Gefühl. Gefällt mir nicht wirklich. Okay, jetzt drücke ich hier mal mehrfach. Inventar ist immer noch richtig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es daran, wenn wir uns hier ein bisschen was rausnehmen? Auch nicht. Keine Ahnung, wieso das immer wieder neu sortiert wird. Was der Auslöser dafür ist. Ob ich da irgendwie einen Knopf drücke oder so, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Guck mal, der Apfel ist reif. Nehmen wir mit. Gut. So, guck mal, dann geht's hier an den Endsport. Wir werden hier das letzte Stückchen einfach nochmal mit einpacken. Weil so viel ist es jetzt ja wirklich nicht mehr. Und jetzt haben wir das Ziel so schon direkt vor Augen. Und müssen uns hier einfach nochmal durch die Botanik durchkloppen. Und dann können wir uns gartentechnisch noch ein Stück weit erweitern einfach. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ich kraut's mal so ein bisschen vor dem Stein, der hier noch drunter ist. Wenn wir den ja natürlich dann auch nochmal mitnehmen müssen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Tja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, dafür kriegen wir dann dafür eine schöne, schöne Fläche hier hin. Die wir natürlich dann auch gut nutzen werden. Und wir werden dann auch demnächst, wie gesagt, mal auf Tierchentour gehen. Und hoffen, dass wir uns da mal das ein oder andere Tierchen mit ranholen können. Wie gesagt, Hühner und Kühe stehen auf jeden Fall als erstes auf der Tagesordnung. Denn da soll ja der Weizen funktionieren. Bin ich mal gespannt, ob es wirklich so ist. Schweinchen brauchen Karotten. Da müssen wir halt nochmal eigentlich auch auf eine größere Wanderschaft gehen. Dass wir irgendwie mal Karotten-Seeds ranbekommen. Dass wir die auch anbauen können. Aber im Moment haben wir sie leider halt noch nicht. Gut. Generell trotzdem auch. Ist natürlich auch eine wichtige Sache, die ich noch vorhabe. Haustiere. Wölfe, Katzen und was es nicht alles so gibt. Ich weiß ja noch gar nicht, wir waren ja noch nicht wirklich jetzt in der Gegend rumgucken. Ich weiß ja noch gar nicht, ob es nicht noch sogar noch mehr gibt in der Zwischenzeit durch die ganzen Mods. Ob da noch irgendwas mit dabei ist oder so. Bin ich auf jeden Fall noch sehr gespannt drauf. Allgemein die ganzen Biomes haben wir auch noch nicht entdeckt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich habe gelesen, dass da enorm viele Biome ja, zur Verfügung stehen, die erscheinen können oder auch nicht erscheinen, je nachdem. Ein Dörfchen will ich natürlich auch noch mit entdecken, dass wir da auch mal handeln gehen können und allgemein auch mal die Ureinwohner sehen natürlich. Wäre auch nicht so verkehrt. Und guck mal, das Spiel will uns einen Gefallen tun. Hier liegt fast ausschließlich Erde drunter, bis natürlich auf die Stelle. Aber da kriegen wir es schnell weggekloppt. So, ist das zufällig mal... Nein, das ist Andesit. Schade. Es hätte natürlich passen können, wenn wir Marble so oder so brauchen. Es sah nämlich auch schön hell aus. Also eigentlich könnte man aus Andesit durchaus auch noch mitbauen. Wäre zumindest möglich. Was wir mit Dolomit anfangen sollen, naja, das weiß der Geier. Also ich weiß es definitiv nicht. Guck mal, da haben wir noch mal ein Stückchen Kohle mitgenommen.
Aber wo ein Stückchen Kohle ist, ist normalerweise das andere auch nicht so weit weg. Scheinbar aber doch. Oder wir hatten es sogar schon mitgenommen. Das kann natürlich sein, dass wir dort schon freigelegt hatten mal. Und die Kohle einfach schon mal mit eingesteckt hatten. So. Übrigens, ihr hört es... ihr habt es bestimmt schon ewig gehört. Aber mir fällt es jetzt gerade selber erst auf. Ich habe mal die originalen Minecraft-Lieder hier mit reingehauen in unsere Playlist. Und im Moment laufen die auch nur durch. Also nur die Minecraft-Lieder. Ich dachte mir mal so zur Abwechslung zur anderen Musik. Und vor allem hat diese Minecraft-Musik einfach sowas total Entspannendes. Finde ich jetzt zumindest. Und es erinnert einen so an die Anfänge auch von Minecraft. Ich glaube, jeder, der irgendwann mal Minecraft gezockt hat, erinnert sich so an die ersten Stunden an diese Musik. Wenn das Klavier im Hintergrund einsetzt. Ich glaube, spätestens ab diesem Moment war man begeistert von diesem Spiel. Und ich glaube, dieser Titel, der gerade läuft, ich glaube, das ist auch einer der ältesten, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest einer derjenigen, die mir am besten bekannt sind. So, guck mal, und wir haben es hier soweit schon geschafft. Und das Eisen nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Super, wenn sich hier noch ein bisschen Eisen auftut, ist natürlich praktisch. Stecken wir sofort mit ein. Können wir gebrauchen. So, und das ist sogar ein bisschen größeres Vorkommen, wie es aussieht. Naja, zumindest minimal. Passt schon. So, dann natürlich wieder zubauen das Ganze, dass hier unten oder drunter nichts spawnt oder so. So, guck mal, da haben wir es doch fast geschafft. Müssen wir jetzt noch die Erde reinklatschen und dann sind wir, glaube ich, soweit fertig. Obwohl, naja, ich glaube, da hinten ist noch ein bisschen Stein. Gut, noch nicht so viel Hoffnung machen, aber guck mal, das Ende rückt näher. Das Ende kommt wirklich auf uns zu hier, was diese Feldarbeiten angeht. Ach Mensch, da freue ich mich, dass wir das dann endlich geschafft haben. Weil dann können wir uns natürlich auch wieder anderen Projekten widmen. Und können zeitgleich aber auch dafür sorgen, dass wir noch größere Nahrungsvielfalt hier anlegen können. Dass wir dann auch für jede Pflanzenart, die es gibt, hier vielleicht langfristig auch ein kleines Feldchen zur Verfügung stellen können. Muss ja nicht so groß sein, weil alles wird man wahrscheinlich eh nicht essen können. Aber ich bin zumindest auch noch gewillt, dass wir die Essensrezepte auch mal testen. Zumindest wenn ich da mal fündig werde, was es da so alles gibt an Möglichkeiten. Aber ein bisschen hilft ja auch dieses Menü, wenn man dieses Baumenü, wenn man dort auf eine gewisse Zutat zum Beispiel klickt, kriegt man ja auch angezeigt, was man daraus alles basteln kann. Da werden wir uns nochmal genauer damit beschäftigen, wenn es soweit ist und wir genug von den verschiedenen Nahrungsmitteln haben. So, guck mal, das läuft, das ist soweit fertig. Da können wir wirklich hier dann demnächst anfangen. Wunderschön. Und hier das Stückchen müssen wir jetzt aber auch nochmal machen. Aber guck mal, dann haben wir es wirklich soweit erstmal geschafft. Ist natürlich die Frage, was wir hier mit dieser Höhle machen wollen. Also besser gesagt mit dieser Schlucht. Es ist ja keine Höhle. Ist ja wirklich nur eine kleine Schlucht. Wollen wir die dann offen lassen? Wollen wir die überbauen? Ich weiß es noch nicht. Da habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Zubauen ist natürlich dahingehend ungünstig, dass dann da unten Monster spawnen. Und ich nicht wirklich weiß, ob ich das haben will. Dieses Geröchel und Gejammer dann, was dann dort los ist. Ja, schauen wir mal, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt es mir natürlich gerne mal in die Kommentare. Bin immer natürlich auch für Feedback eurerseits sehr dankbar. Über jedes bisschen freue ich mich. Also über jeden einzelnen Kommentar eigentlich kann ich nicht ganz genau sagen. Freue ich mich. Denn ich lese eure Kommentare. Ich habe das schon immer mal wieder gesagt. Aber es sind ja manchmal auch neue Zuschauer mit dabei. Ich lese eure Kommentare wirklich alle sehr, sehr gerne. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, der da kommt. Und muss aber dazu sagen, ich komme halt nicht immer zum Antworten. Das dürft ihr mir halt nicht übel nehmen, wenn ich es mal nicht kann. Ach ja, und was auch mal erwähnenswert wäre, es lässt sich auch nicht auf alle Kommentare antworten, habe ich mal so festgestellt. Es gibt Kommentare, die ihr verfasst, also von bestimmten Personen, da kann ich nicht drauf antworten. Da ist zwar dieser Antwort-Button da, manchmal ist er auch nicht da. Aber wenn er da ist und ich kann dann nicht die Nachricht nicht abschicken, liegt es eigentlich an den Einstellungen desjenigen, der die Antwort bekommen soll. Habe ich mal so gehört, habe mich da mal ein bisschen erkundigt. Das muss irgendwas an eurem Google-Konto sein.
Ja, also wenn ihr euch manchmal wundert, ich schreibe hier ständig irgendwelchen YouTubern und mache hier Vorschläge, aber ich bin irgendwie immer der Einzige, auf den, der keine Antwort bekommt. Das könnte daran liegen. Ich kann euch leider nicht sagen, was für Einstellungen ihr dort verändern müsst, aber ich habe gehört, dass es an einer Google Plus Einstellung liegen soll. Ja, müsst ihr mal gucken. Das wollte ich mal noch kurz mit erwähnen. Ja, wie gesagt, nicht, dass er mir dann irgendwie Vorwürfe macht, der antwortet mir ja gar nicht, das Arschloch. Oder wenn schon sie Arschloch, sie antworten mir gar nicht, dann liegt es vielleicht daran. Kann sein, muss es aber nicht. Kann auch einfach sein, dass ich keine Zeit hatte. So, wir hauen uns ins Bettchen, haben draußen unsere Hausaufgaben wirklich einwandfrei erfüllt. Und ich denke mal, ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch trotz des vielen Erdeklatschens gefallen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen und Anregungen habt, so Sachen, die ich besprechen kann, die ich mal anquatschen kann, Themenvorschläge halt, dann ruhig mal in die Kommentare hauen. Aber auch alles andere, wenn ihr mal nur einen lieben Gruß da lassen wollt, natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich über alle Nachrichten von euch. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem. Und dann bis morgen wieder. Ciao, ciao.